Hi, ich mache euch heute einen kleinen Alltagslook und das ist ein Look, den ich die letzten 3 Monate getragen habe. Das ist schon ziemlich heftig, weil sonst trage ich eigentlich eher unterschiedliche Armus, aber in erster Zeit hat mir das hier so gut gefallen, dass ich das unbedingt immer tragen wollte und das ist so einfach und so schnell und das kann man ganz schnell mal in 5 Minuten schminken und ja, deswegen habe ich das hier so oft getragen. Ich kann euch hier mal ranholen. Dann seht ihr das ein bisschen. Es ist einfach mit Brauntönen, so ein bisschen beige und ziemlich neutral. Nur der Eyelinerstrich, der fällt ein bisschen auf. Aber ansonsten ist das sehr, sehr alltagstauglich. Und nur schon mal vorneweg, ich benutze ein paar teure Produkte. Die müsst ihr nicht nehmen, aber ich sage auch gegen Ende natürlich nochmal was dazu. Ich habe gerade das Ende gedreht, deswegen ich wiederhole mich gerade vollkommen. Na egal. Aber ja, ihr müsst die teuren Produkte nicht verwenden, nur weil ich sie nehme. Und ja, ich habe sie halt gerade hier, deswegen nehme ich sie und jo. Okay, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Tutorial und ja. So, ich trage jetzt als erstes eine Base auf und zwar von NYX Cottage Cheese. Den nehme ich deswegen, weil der schimmert und ich nehme schimmernden Lidschatten gleich und ich finde, dann kommt noch ein bisschen besser raus. Ist kein Muss, aber wenn ihr so eine schimmernde Base habt, dann nehmt die. Dann nehme ich auch schon die erste Farbe aus dem Make-up Factory Duo. Und dann nehme ich hier oben die helle Farbe. Trage ich auf mit dem Sigma E55. Das ist dieser Lidschattenpinsel. Wenn ihr den nicht habt oder den Lidschatten nicht, ihr könnt natürlich immer nehmen, was ihr habt. Das ist jetzt einfach so ein schimmernder, ja, Champagnerton. Und der kommt in den Innenwinkel. Und so auf das halbe Lid. Dann nehme ich die zweite Farbe, dieses dunklere Graubraun mit demselben Pinsel. Dann trage ich das auf das restliche bewegliche Lid auf. Jetzt nehme ich von Sigma den Pencilbrush, das ist die E30. Das ist einfach so ein Spitzer. Und gehe auch nochmal hier in diese dunklere Farbe hinein. Und trage die hier unten in der Wasserlinie, also im unteren Wimpernkranz, nicht auf der Wasserlinie, auf. Gehe so ein bisschen hinein, dass das ineinander übergeht. Jetzt nehme ich von MAC Satin Taupe und dann nehme ich dazu, um den aufzutragen, diesen Blending Brush von Sigma, das ist die E40. Das ist der hier. Dann nehme ich einfach so ein bisschen auf dem Pinsel auf von Satin Taupe und dann gehe ich in die Lidfalte. Und verblende das so ein bisschen nach oben. Und jetzt kommt, glaube ich, der günstigste Lidschatten von denen, die ich jetzt verwendet habe. Und zwar von Catrice. Der war leider limitiert. Das ist Sandy Beach aus dieser Oceana LE und das ist einfach ein mattes, ja, kein Weiß, ein Cremeton. Und den nehme ich auch mit diesem Pinsel auf und gehe einfach hier an meine Augenbraue, also unter die Augenbraue, und verblende dann so ein bisschen Satin Taupe und mache mir so ein mattes Highlight unter die Braue damit. Auch hier vorne so ein bisschen. Ich gehe da schon mal ein bisschen zu hoch. Und ja, jetzt fehlt noch ein Lidstrich. Den werde ich jetzt schnell machen. Die Kamera will auch gar nicht mehr scharf stellen. Und ja, gegebenenfalls tusche ich mir noch die Wimpern nach. Die hatte ich jetzt schon getuscht, weil ich heute unterwegs war und so. Ich wollte jetzt nicht extra abschminken, deswegen. Und ja, ich mache kurz den Lidstrich und so. Und dann bin ich gleich wieder da. So, das war's. Ich habe jetzt den Lidstrich gezogen, nochmal ein bisschen Wimpern nachgetuscht. Und wenn es euch interessiert, für den Lidstrich habe ich den Gel Eyeliner aus der Denim Wanted LE benutzt, in Vintage Style, das schwarze. Und aufgetragen mit einem Sigma Eyeliner Pinsel E05. Der da. Und Mascara wie immer die Wow Mascara von UMA.
Lippen. Ganz unspektakulär habe ich ein bisschen Carmex. Also nichts wirklich Besonderes. Und ja, das ist mein Alltagslook, den ich jetzt fast nur getragen habe seit 3 Monaten. Also wirklich lang. Und ja, ich mag den Look einfach ganz gerne, weil der ist schlicht, aber trotzdem schön, finde ich jetzt zumindest. Und ja, schnell gemacht. Wenn man nicht dabei redet oder so, ist man in 5 Minuten fertig mit beiden Augen. Wie gesagt, ihr müsst natürlich nicht MAC benutzen und nicht Make-Up Factory. Das müsst ihr alles nicht benutzen. Ich habe die Sachen jetzt einfach da und benutze sie deswegen natürlich auch. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel aus der neuen Essence, aus dem neuen Sortiment oder dieser We Saw It First Limited Edition, das ist ja ein kleiner Vorgeschmack auf das neue Sortiment, da gibt es dieses neue Ciao Bella Quad oder wie auch immer die das jetzt nennen. Da sind auch schöne Brauntöne drin, die könnt ihr natürlich auch nehmen. Ist ganz egal, was ihr da nehmt. Ich sag immer, wenn ihr auf der Straße rumlauft und euch sieht irgendjemand, dann denkt niemand, oh guck mal, die trägt einen MAC-Lidschatten. Ne? Also es ist eigentlich scheißegal, was ihr tragt. Nur, ja, ich habe die Sachen und ich mag sie auch gerne und deswegen benutze ich sie und ja, einfach so für mich, aber ihr müsst das nicht, ihr müsst nicht so viel Geld ausgeben oder so, ihr müsst einfach nehmt, was ihr habt, um es kurz und knapp zu sagen. Ja, okay, dann hoffe ich, hat euch das was gebracht und euch gefällt der Look. Tragt ihn vielleicht auch mal im Alltag, wenn euch das mit dem Lidstrich zu heftig ist. Dann lasst ihr den einfach weg oder macht den dünner. Ich mag den ganz gerne so, aber ist natürlich kein Muss. Und jo, dann würde ich mal sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachschminken. Tschüss!